Klares Wasser, grüne Wiesen, saubere Luft. Das wünsche ich mir und Sie sich wahrscheinlich auch. Aber wussten Sie, dass tonnenweise Reifenabrieb in unserem Grundwasser landet? Und massenhaft Unkrautvernichtungsmittel auf unseren Äckern? Gifte in der Umwelt schaden nicht nur Tieren und Pflanzen. Sie können uns auch krank machen. Ich will wissen, wie dramatisch ist die Lage wirklich? Wo lauern Gefahren im Alltag? Und vor allen Dingen, wie können wir uns davor schützen oder sie sogar ganz vermeiden? Hier herrscht dicke Luft. Die Ursache könnten Wohnraumgifte sein. Die Folge? Kopfschmerzen, Probleme beim Konzentrieren, Schwindel. Für Abhilfe sollen Zimmerpflanzen sorgen. Wie kann das sein? Unsere Spurensuche führt uns in die Hauptstadt von Wales, Cardiff, an die University School of Psychology. Dort treffen wir Marlon Newenhouse. Erstmals in einer Studie erforschte sie, wie stark Pflanzen unseren Arbeitsalltag beeinflussen. Ort der Studie? Zwei Bürogebäude in London und im niederländischen Zwolle. Über 8 Wochen im Vergleich, die gewohnt leeren und funktionalen Arbeitsräume und Büros, die extra begrünt wurden. Und zwar mit einer Mischung aus über 60 gängigen Zimmerpflanzen. Jeder Mitarbeiter in den begrünten Büros sollte mindestens 2 Pflanzen im Blick haben. Doch wie können die das Raumklima beeinflussen? Pflanzen geben durch Transpirieren viel Wasser ab. Wichtig vor allem im Winter, wenn die Büroheizung für zu trockene Luft sorgt. Außerdem produzieren Pflanzen Sauerstoff mit Hilfe der sogenannten Photosynthese. Dafür brauchen sie verschiedene Bausteine. Den grünen Farbstoff Chlorophyll, der hauptsächlich in den Blättern vorhanden ist. Licht, das das Chlorophyll in chemische Energie umwandeln kann. Wasser aus dem Boden und Kohlendioxid aus der Luft, das über die Blätter aufgenommen wird. Die Photosynthese spielt sich in den Blättern ab. Über eine chemische Reaktion verändert das Chlorophyll mit Hilfe des Lichts Wasser und CO2. Dabei entsteht Glucose, also Traubenzucker, den die Pflanze zum Wachsen braucht. Und quasi als Abfallprodukt Sauerstoff. Den gibt die Pflanze an ihre Umwelt ab. Jedenfalls tagsüber. Nachts dagegen verbrauchen Pflanzen Sauerstoff. Doch es gibt Ausnahmen, zum Beispiel den Bogenhanf. Während herkömmliche Pflanzen nachts CO2 abgeben und die Luft stickig machen, nimmt der Bogenhanf, wenn wir schlafen, CO2 auf. Und das macht ihn zu einem fabelhaften Genossen im Schlafzimmer. Manche Zimmerpflanze kann sogar noch mehr. Die Efeutute zum Beispiel kann Wohngifte filtern, wie das krebserregende Formaldehyd aus Teppichen, Elektrogeräten und Möbeln. Und das funktioniert so. Die Pflanze nimmt über ihre Blätter verschiedene Gase auf, neben CO2 auch Gifte wie Formaldehyd oder Benzol. Diese Gase können von der Pflanze direkt in den Blättern zerlegt und in ungiftige Nährstoffe umgewandelt werden. Oder sie werden in ihre Wurzeln transportiert, wo sie den dort lebenden Mikroorganismen, sogenannten Wurzelmikroben, als Nahrung dienen. Allerdings, eine einzelne Efeutute kann die komplette Raumluft natürlich nicht entgiften. Dafür bräuchte es schon einen kleinen Urwald. Ums Lüften kommen wir also nicht herum. Zurück zur Studie. Nach 8 Wochen wurden die Testergebnisse ausgewertet. Beide Mitarbeitergruppen mussten Fragen zu ihrem Büroalltag beantworten und Aufgaben lösen. Das Ergebnis? In den grünen Büros wurde die Luftqualität als deutlich besser wahrgenommen als in den pflanzenfreien Büros. Und die Mitarbeiter fühlten sich wohler. Doch nicht nur das. Die Mitarbeiter in den grünen Büros waren produktiver. Sie waren viel schneller in den Tests, ohne gleichzeitig mehr Fehler zu machen. Die Produktivität stieg in den grünen Büros um 15%. Fazit: Grünpflanzen im Büro können die Luft zwar nicht komplett reinigen, aber je mehr Pflanzen, desto besser das Betriebsklima und desto wohler fühlen wir uns. Und das gilt auch für die eigenen 4 Wände.
Klasse Sache, das sagen übrigens auch NASA-Forscher. Die wollten ursprünglich herausfinden, wie sich das Klima in Raumstationen verbessern lässt. Neben Bogenhanf und Efeutute haben sie zum Beispiel herausgefunden, dass auch Chrysanthemen gute Luftstaubsauger sind. Ebenso der Baumfreund, besser bekannt als Philodendron. Sie können tatsächlich die Konzentration von Wohnraumgiften wie Formaldehyd, Benzol oder Ammoniak verringern. Diese Stoffe verursachen Schwindel, Kopfschmerzen oder gar Atemwegsreizungen. Wenn Sie jetzt Lust auf die natürlichen Luftfilter bekommen haben, hier noch zwei Tipps. Die NASA-Forscher empfehlen grob gerechnet 2 Pflanzen pro Raum. Wenn Sie empfindlich sind, sollten Sie vorsichtshalber einen Allergietest machen lassen. Tja, wenn doch die Luft außerhalb der 4 Wände auch so einfach zu reinigen wäre, aber das ist weitaus schwieriger. Dicke Luft auch in der City. Städte wie Frankfurt setzen deshalb auf die Umweltzone. Seit 2012 sind grüne Plakette und Rußpartikelfilter Pflicht. Doch wird die Luft dadurch wirklich sauberer? Forscher des Dresdner Fraunhofer Instituts bezweifeln das. Professor Matthias Klingner ist überzeugt, die Feinstaubproblematik kann man mit Umweltzonen nicht lösen. Umweltzonen, die dafür eingerichtet wurden, um Feinstaubbelastung zu reduzieren, sind eigentlich vollkommen wirkungslos. Das zeigen auch die Messergebnisse in den letzten Jahren. Die Ergebnisse seiner Studie legen nahe, dass nicht der Verkehr, sondern vor allem das Wetter für Feinstaubspitzen verantwortlich ist. Hier sieht man die Feinstaubbelastung über den Tag, parallel aufgezeichnet der Lkw-Verkehr und auch der Pkw-Verkehr mit der Morgen- und Abendspitze. Die Kurve zeigt, je wärmer die Tage, desto mehr Feinstaub wird in der Stadt gemessen, obwohl der Autoverkehr gleich bleibt. Daraus schließt Matthias Klingner: Feinstaubbelastung wird durch den Verkehr so gut wie nicht beeinflusst. Alfred Wiedensohler vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung hingegen ist ein Befürworter der Umweltzone. Er sagt, auch wenn der Verkehr nicht der Hauptverursacher des Feinstaubes ist, ist er doch verantwortlich für die besonders schädlichen Rußanteile. Ruß macht nur wenige Prozent der Gesamtfeinstaubmasse aus. Aber Rußpartikel sind die gefährlichsten Partikel im Feinstaub. Insofern, wenn man aus dem gesundheitlichen Aspekt das betrachtet, hat die Umweltzone viel gebracht. Man sieht, dass, wenn man hier guckt, im Mittel am Tag 50% des Rußes gemindert worden sind durch die Einführung der Umweltzone. Und damit auch die Gefährlichkeit des Feinstaubes deutlich gesenkt. In Frankfurt zeigt sich sogar, nicht nur der Rußanteil wird geringer. Im Langzeittrend geht auch die Feinstaubbelastung selbst seit Einführung der Umweltzone stetig zurück. Ein anderes Problem hingegen ist auch in Frankfurt noch nicht gelöst. Die hohe Stickstoffdioxidbelastung. Sie liegt über dem erlaubten Grenzwert der EU, trotz Umweltzone. Philipp Wolfrum vom Umweltamt Frankfurt sieht noch großen Handlungsbedarf, wenn es darum geht, die Luft sauberer zu machen. Beim Stickstoffdioxid liegen wir noch deutlich über dem Grenzwert, zumindest an vielbefahrenen Straßen, was auch wieder ein Indiz dafür ist, dass der Kraftfahrzeugverkehr dort eben Hauptverursacher ist. Und dort gehen die Minderungen zu langsam voran. Der Jahresmittelwert hat sich seit Einführung der grünen Plakette kaum verbessert. Seit Bekanntwerden des Dieselskandals ist nun auch klar, warum das so ist. Der Großteil der Dieselfahrzeuge stößt im Normalbetrieb deutlich mehr Stickoxide aus als in den Prüfstandtests, in denen eine Schummelsoftware niedrige Werte vorgaukelte. In Frankfurt versucht man jetzt auf vielerlei Art, die Stickstoffdioxidbelastung zu reduzieren. Mit attraktivem Nahverkehr, dem Ausbau der Radwege und mit Elektroautos für die kommunale Flotte will Frankfurt Akzente setzen. Genug ist das aber noch nicht. Experten sehen nur eine echte Alternative: die Verbannung von älteren Dieselfahrzeugen aus den Innenstädten. Ihr Vorschlag? Die Einführung einer blauen Plakette, nur für Diesel-Pkw mit neuester Technologie. Faktisch wäre dann ein Großteil aller Dieselautos aus den Umweltzonen verbannt.
Möglichst häufig den öffentlichen Nahverkehr nutzen, das schont die Umwelt. Ich muss zugeben, ich mache das auch nicht immer. Aber man sollte wirklich ab und zu seine eigene Bequemlichkeit überwinden. Was mich allerdings nervt, ist der Tarifdschungel. Das kritisieren auch Verkehrsexperten. Die Tarife sind sehr unübersichtlich und teilweise auch total überteuert. Hier im Ballungsraum Frankfurt in der Pendlerhauptstadt muss man sagen, sagt eine aktuelle Studie, sind die Tarife sehr, sehr hoch im Vergleich zu anderen Ballungsräumen. So kostet eine Monatskarte mit einem Radius von 25 Kilometern im Ballungsraum Frankfurt knapp 40% mehr als ein vergleichbares Ticket im Raum Mannheim-Heidelberg. Und sogar fast 70% mehr als in Hamburg. Ich finde, da ist noch viel Luft nach unten. Klar, E-Autos wie das hier wären auch eine Alternative. Der geht aber ab. E-Autos sind echt ganz schön flott, aber vergleichsweise immer noch relativ teuer. Und sie haben eine noch recht geringe Reichweite. Bisher nicht für jeden eine Alternative im Kampf gegen dicke Luft. Und die herrscht nicht nur in Städten, sondern auch da, wo man es nicht vermutet. Auf Flüssen und Meere. Sie verpesten die Luft an Küsten und weit darüber hinaus. Aus den Schornsteinen von Kreuzfahrt- und Containerschiffen quillt ein extrem gesundheitsschädliches Gemisch aus Schwefeldioxid, Stickoxiden und Ruß. Die Schadstoffbelastung am Hamburger Elbufer zeichnen Volker Matthias und Andreas Weigelt regelmäßig auf. Die empfindlichen Instrumente analysieren ständig die Bestandteile der Atemluft. Jedes vorbeifahrende Schiff bringt das System an die Anschlagsgrenze. Wenn man weiß, welches Schiff zu welcher Zeit vorbeigekommen ist, noch die Windrichtung und die Windgeschwindigkeit mit dazu nimmt, kann man wirklich zuordnen, welcher Peak von welchem Schiff kommt. Und das, obwohl Schiffe auf dem Weg zum Hamburger Hafen seit 2015 nur noch vergleichsweise sauberen Treibstoff verbrennen dürfen. Maximal 0,1% Schwefel darf der enthalten. Klingt sauber, ist aber immer noch 100 Mal mehr als in normalem Autodiesel. Zu regelrechten Dreckschleudern werden die Ozeanriesen dann aber auf hoher See. Denn da dürfen sie den billigsten und giftigsten Kraftstoff verbrennen, den es überhaupt nur gibt. Das ist das sogenannte Schweröl, eben auch mit einem relativ hohen Schwefelgehalt. Und das ist eben auch so dickflüssig, dass es sonst kaum noch eine Verwendung hätte. Das heißt, das ist wirklich ein Rückstandsöl, das was am Ende übrig bleibt. Und Sie können sich vorstellen, da ist eben alles drin, was sonst auch in dem Rohöl noch drin wäre. Da ist also der Schwefel drin, da sind viele Partikel drin, da sind Metalle drin. Und wenn Sie das verbrennen, dann gelangt das eben alles am Ende in die Atmosphäre und verbreitet sich auch in der Atmosphäre. Und das verursacht dann auch einen großen Teil der Schadstoffe, die wir finden können und die wir messen können. Die Schiffsabgase ziehen nicht nur weit landeinwärts, sie werden dort sogar noch gefährlicher. Denn Stickoxide aus den Schiffsdieseln reagieren mit Luftschadstoffen aus der Landwirtschaft. Wir sehen die Wechselwirkung der Schadstoffe aus den Schiffsemissionen mit landwirtschaftlichen Emissionen. Und dadurch führt es sich, sieht man hier im Ärmelkanal und eben auch über Holland, besonders hohe Konzentrationen, weil die Stickoxide mit den Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft zusammen die Feinstaubbildung ganz stark befördern. Feinstaub, der sich zusätzlich zum Ruß aus den Schiffsschloten bildet und der nicht nur in Küstennähe die Luft verpestet. Wir haben gesehen, dass gerade die Feinstaubbildung doch sehr weit landeinwärts reicht. Dass es also sich nicht auf den Küstenstreifen beschränkt, dass es 500 Kilometer weit gehen kann. Dass wir in Norddeutschland zum Beispiel auch vom Ärmelkanal beeinflusst sind oder dass wir in Mitteldeutschland von der Nordseeküste beeinflusst sind. Und das hängt ganz stark an den Stickoxidemissionen aus der Schifffahrt. Und wenn man da etwas tun will, dann heißt das eben Katalysatoren einbauen oder eine andere Technologie, Antriebstechnologie zu wählen, wie zum Beispiel Flüssiggas, das doch erheblich zur Reduktion bei Stickoxiden beitragen kann. Solches Flüssiggas benutzt zum Beispiel das Fährschiff MS Helgoland. Als erster deutscher Seeschiff-Neubau überhaupt wird sie mit Flüssiggas angetrieben, dem sogenannten LNG. Das durch extreme Abkühlung verflüssigte Erdgas wird vor der Verbrennung langsam erwärmt und dann direkt in die Antriebsmotoren eingespritzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen reduziert der LNG-Antrieb den Stickoxidausstoß um rund 80%. Die Feinstaubemissionen sinken praktisch auf null. Schwarze Abgasfahne AD.
Einmal pro Woche muss die Fähre Treibstoff bunkern. Die vergleichsweise kleine Menge Tiefkühlgas lässt sich noch per Tankwagen liefern. Eine flächendeckende Infrastruktur zur Betankung von Großschiffen aber müsste erst aufgebaut werden. Fazit: Eine zündende Idee allein macht noch keinen Technologiewechsel. Gerade deshalb müssten bereits vorhandene Techniken wie etwa Rußpartikelfilter in den Schiffen verbaut werden. Da gibt es also eine Menge zu tun, und zwar dringend. Denn die Abgase sind nicht nur für die Anrainer eine Riesenbelastung, sondern auch für die Menschen auf den Schiffen selbst. Ein Kamerateam hat auf einem Kreuzfahrtschiff Luftproben entnommen und die Qualität testen lassen. Das erschreckende Ergebnis: die Ruß- und Feinstaubpartikelbelastung war dort 4 bis 10 Mal so groß wie an einer stark befahrenen Großstadtkreuzung. Mein Fazit: Es herrscht dicke Luft, aber wir können was tun. Ich werde auf jeden Fall mir giftfressende Pflanzen zulegen, um in meiner Wohnung ein besseres Raumklima zu haben. Bei meinem nächsten Auto werde ich ganz genau darauf achten, was hinten rauskommt. Und beim Thema Schiffsabgase kann man sagen, dass Rußpartikelfilter Abhilfe schaffen könnten. Aber die Branche scheut noch die hohen Investitionen. Ich persönlich wäre bereit, etwas mehr für die Tickets zu zahlen. Nicht nur in der Luft lauern Gefahren für Mensch und Umwelt. Auch in unser Wasser gelangen immer mehr schädliche Stoffe. Ins Meer, in Flüsse und sogar in unser Grundwasser. Von Giftstoffen in den Gewässern haben wir schon oft gehört. Aber eine Schadstoffquelle hat uns wirklich verblüfft: das Auto. Denn in Reifen, Bremsbelägen und Kupplungen steckt ein Chemiecocktail, der bei jeder Fahrt freigesetzt wird und nicht nur in die Luft, sondern auch ins Wasser gelangt. Und dieser Giftmix hat es in sich: Cadmium, Blei, Kupfer, Weichmacher, Stabilisatoren, Zink. Insgesamt verlieren Autoreifen geschätzt über 100.000 Tonnen Gummimehl jedes Jahr, allein in Deutschland. Wie gefährlich ist es, wenn dieser Abrieb in unsere Gewässer gelangt? Bisher ist dazu nur wenig bekannt. Im Vordergrund stehen bei der Reifenherstellung gute Fahreigenschaften und die Sicherheit. Zulasten der Umwelt? Wir recherchieren. Noch bis vor wenigen Jahren arbeiteten Reifenhersteller mit Weichmacherölen, sogenannten PAKs. Die erwiesen sich als krebserregend. Seit Ende 2010 müssen die gefährlichen Öle EU-weit ersetzt werden. Und heute? Giftige Inhaltsstoffe sind noch immer in den Reifen. Allein an Zink gelangen jährlich 1.600 Tonnen in die Umwelt. Der größte Teil der Abriebe landet erst einmal hier, am Straßenrand. Doch Luft und Regen spülen den Straßenstaub auch in angrenzende Gewässer, inklusive Schadstoffe. Und das summiert sich. So werden etwa in einigen Abschnitten der Wupper die Grenzwerte für Zink und Kupfer regelmäßig überschritten. Das bedeutet, Wasserorganismen können Schaden nehmen. Aber auch die Abriebpartikel selbst sind eine Gefahr. Sie bilden nämlich den Großteil der Mikropartikel, die in den Gewässern schwimmen. Ein ernstzunehmendes Problem für die Wasserwelt, da sie zum Beispiel in den Organismus von Fischen gelangen können. Sind die Schadstoffe in den Abrieben also eine bislang unterschätzte Gefahr? Bei den zuständigen Behörden sah man bisher keinen Handlungsbedarf. Und was sagt die Reifenindustrie? Wir fahren nach Hannover zu Continental, einem der Global Player am Markt. Das Unternehmen forscht an alternativen Rezepturen, auch an umweltfreundlicheren. Aber ist der derzeitige Abrieb ein Risiko? Continental und 10 weitere weltweit führende Reifenhersteller haben hierzu Untersuchungen in Auftrag gegeben. Anhand von Studien hat man nachweisen können, dass diese Partikel, die dort anfallen, keine signifikanten toxischen Wirkungen haben, zum Beispiel auf die Wasserwelt, sodass man heute davon ausgeht, dass diese Reifenabriebspartikel keine negativen Auswirkungen haben auf die Umwelt, soweit wir das heute verstehen. Das Umweltbundesamt weist aber ausdrücklich auf Gefahren für Umwelt und Gesundheit hin. Das Problem: Es gibt kaum unabhängige Studien zu den Folgen des Reifenabriebs. Erst sie könnten wirklich Klarheit schaffen. Tja,
Tja, auch mit den E-Autos wird dieses Problem nicht verschwinden. Und nicht nur der Reifenabrieb, sondern auch der Abrieb der Bremsen stellt eine Gefahr dar. Was tun? Ich würde sagen, vorausschauend fahren, nicht so stark bremsen, nicht so stark beschleunigen. Das verhindert Abrieb und das spart auch Sprit. Doch nicht nur Reifen- und Bremsabrieb, auch andere Stoffe belasten das Wasser, zum Beispiel Arzneimittel. Doch wie bekommt man die wieder da raus? Ich habe erstaunliche Helfer entdeckt und wieder sind es Pflanzen. Diese unscheinbaren Wasserpflanzen könnten eines der großen Probleme der Menschheit lösen. Sie können Dreckwasser zu Trinkwasser verwandeln. Und diese Pflanzenkraft wird auch dringend gebraucht. Denn weltweit sind immer mehr Gewässer mit Schadstoffen, Medikamenten und Giften belastet. In Berlin versuchen Wissenschaftler, das zu ändern. Derzeit wachsen in ihren Aquarien Pflanzen, die sie in einem extrem verschmutzten Stausee in Brasilien gesammelt haben. Jetzt geben sie verschiedene Giftstoffe hinzu. Denn sie wollen wissen, welche dieser Pflanzen kann welchen Giftstoff effektiv entfernen. Gelangen in einem verschmutzten Gewässer Giftstoffe über Blätter und Stiele in die Pflanze, versucht diese sich gegen den Fremdstoff zu wehren. Dazu mobilisiert sie pflanzeneigene Proteine und Enzyme. Diese heften sich an die Schadstoffe und verändern deren biochemische Eigenschaften. Das Gift wird dadurch für die Pflanze nutzbar. Als Bau und Nährstoff kann es in die Zellwände eingebaut werden. Das Ergebnis? Die Pflanze wächst. Aus Erfahrung wissen die Forscher, wie lange die Pflanzen etwa brauchen, um die Giftstoffe zu entfernen, wenn die richtige Art dabei ist. Nach 3 Tagen nehmen sie Wasserproben und untersuchen sie. Haben es die Pflanzen tatsächlich geschafft, das extrem vergiftete Wasser zu reinigen? Ja. Was wir hier sehen, ist das massenspektrometrische Analyse der Schadsubstanzen, die wir in Brasilien haben. Cyanotoxine, Pharmaka, Antibiotika. Und das Hornkraut, die Wasserpest und das Tausendblatt, die können diese Schadstoffe eben am besten eliminieren, sodass wir sauberes Wasser in das Reservoir abgeben können. Doch klappt das, was im Labor so gut funktioniert, auch in der freien Natur? Der Itaparica-Stausee in Brasilien. Das 180 Quadratkilometer große Gewässer war durch die Abwässer zahlreicher Fischfarmen extrem verseucht. Mit Medikamenten, giftigen Bakterien und anderen Schadstoffen. Die von den Forschern ausgewählten Wasserpflanzen kommen in große Becken. Dann wird das giftige Abwasser der Fischfarmen hier hineingeleitet. Und tatsächlich, innerhalb von nur 3 Tagen haben die Pflanzen ganze Arbeit geleistet. Das Wasser ist wieder sauber. Durch mehrere solcher Anlagen ist die Wasserqualität im gesamten See heute wieder gut. Doch was passiert eigentlich später mit den Pflanzen? Die schadstoffbelasteten Pflanzen sind Sondermüll, aber wir können die eben zum Beispiel, wenn Schwermetalle aufgenommen worden sind, zum Micromining überführen. Das heißt, wir können zum Beispiel Kupfer wieder rausholen und das als Rohstoff verwenden. Oder wir können die Pflanzen in eine Bioethanolanlage einspeisen und dann Bioethanol draus machen, um mit dem Auto rumzufahren. Und das nächste Projekt ist auch schon fertig, zumindest als Modell. Eine mobile grüne Leber. In einem umgebauten LKW sollen verschiedene Wasserpflanzen schnell und günstig Wasser entgiften. 500 Liter sauberes Trinkwasser pro Tag könnten so gewonnen werden. Und damit überall auf der Welt Menschen die Lebensgrundlage sichern. Gifte im Wasser schaden natürlich auch den Fischen. Da gibt es aber noch ein weiteres Problem. Mittlerweile ist jede 5. Art vom Aussterben bedroht. Der Grund? Die weltweite Überfischung. Noch gibt es sie, die Blauflossenthunfische. Doch wenn sie zum Laichen vom Atlantik ins Mittelmeer ziehen, warten schon die Fischfangschiffe auf die bestandsgefährdeten Tiere. In großen Transportkäfigen wird ein Teil von ihnen zu Mastanlagen geschleppt. Dort werden sie mit Fischresten fettgefüttert, danach geschlachtet. Das Problem? Bislang konnte kaum überprüft werden, wie viel Kilo Fisch sich tatsächlich in den Mastbecken befand.
Marvin Seguna von der Fischereiaufsicht will das ändern. Mit einer sogenannten Stereoskopkamera taucht er zu den Fischen herunter. Mit dieser neuen Wunderwaffe der EU lässt sich genau dokumentieren, wie viele Neuankömmlinge vom Transportkäfig in den Mastkäfig schwimmen und wie groß die Tiere sind. Das ist überlebenswichtig für den Blauflossenthunfisch. Denn trotz der Fangquoten und EU-Kontrollen landete immer wieder viel zu viel Fisch in den Mastbecken. Die wild lebenden Bestände brachen zusammen. Im Kontrollraum wertet Marvin Seguna die Videos aus und vermisst exakt jeden einzelnen Fisch. Mit einem Mausklick können Sie die Markierung setzen. Die Software berechnet dann die Entfernung zwischen Kamera und Fisch und daraus lässt sich das exakte Gewicht des Tieres berechnen. Eine Sisyphus-Arbeit. In dieser überprüften Farm sind 67 Tonnen Fisch zu viel im Becken. Das heißt, 526 Thunfische müssen freigelassen werden. Wieder kommt die Stereoskopkamera zum Einsatz. Diesmal, um die Zahl der Thunfische zu bestimmen, die freigelassen werden. Am Bildschirm verfolgen die Kontrolleure jedes einzelne Tier. Der Schwarm im Wert von fast 1,2 Millionen Euro darf in die Freiheit schwimmen. Und wie sieht es beim Hering aus? Der beliebteste Speisefisch der Deutschen war nämlich bis vor wenigen Jahren auch stark überfischt. Doch strikte Fangquoten der EU haben zumindest zu einer Erholung der Bestände geführt. Heute ist das Problem eher der Beifang, der wieder ins Meer geworfen wird. Denn ein Fischer darf nur den Fisch anlanden, für den er eine Fangerlaubnis hat. Und so gehen all die anderen Fische oft wieder über Bord. Schlimmer noch, beim sogenannten High-Grading wird sogar eigentlich einwandfreier Hering weggeworfen, um Ladekapazität für besonders große und rentable Heringe zu haben. Deshalb gelten seit Anfang 2015 strengere Regeln, damit der Beifang nicht mehr einfach so entsorgt werden kann. Aber wie will man überprüfen, was auf hoher See tatsächlich passiert? Die Lösung sollen auch hier Kameras bringen, die auf Deck und über der Schlachtmaschine installiert sind. Rund 400 deutsche Schiffe sollen mit diesen Kameras ausgerüstet werden. Kleine Kutter genauso wie Hochseetrawler. So ließe sich weitgehend überwachen, was an Bord mit dem gefangenen Fisch passiert. Das Problem dabei? Bislang ist nicht geklärt, wer die Videos überhaupt auswerten soll. Tausende Stunden an Bildmaterial fallen an, die nachträglich kontrolliert werden müssen. Eine Software soll deshalb zukünftig automatisch erkennen, wann auf dem Video Fisch über Bord geworfen wird. Wie erfolgreich diese Methode allerdings ist, muss sich in der Praxis erst noch zeigen. Immerhin, die Kameras sind ein Beitrag, um das Wegwerfen des Beifangs zu reduzieren und damit die Fischbestände besser zu schützen. Fest steht, Fisch ist gesund, lecker und begehrt. Damit auch bedrohte Arten eine Zukunft haben, bleibt nur eins: Fangquoten. Der ist aber schwer, meine Güte. Dass sich die Einhaltung solcher Fangquoten lohnt, zeigt das Beispiel der Scholle. Die war noch vor 10 Jahren extrem überfischt. Heute ist ihr Bestand wieder auf Höchstniveau. Und wie sieht es mit den 3 Lieblingsfischen der Deutschen aus? Beim Hering ist der Bestand mittlerweile, wie wir eben gesehen haben, auch wieder im grünen Bereich. Beim Lachs und beim Alaska-Seelachs sieht es ähnlich aus. Aber man muss immer genau aufpassen, wo die Fische herkommen, wo sie gefischt werden. Von welchem Fisch Sie lieber die Finger lassen sollten, können Sie gut verständlich im Fischeinkaufsratgeber des WWF lesen. Und wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte auf die Siegel ASC und MSC achten. Diese Siegel garantieren, dass der Fisch nachhaltig gefischt wurde. Mein Fazit: Ich werde in Zukunft vorausschauend Auto fahren, weil das nicht nur gut für die Luft, sondern auch für die Gewässer ist. Ich habe gelernt, dass Pflanzen großartige Giftfresser sind, sowohl normale Pflanzen als auch Wasserpflanzen. Und beim nächsten Fischkauf werde ich noch genauer auf Öko- und Nachhaltigkeitssiegel achten. Nicht nur das Meer liefert uns Nahrung, auch Äcker und Böden ernähren uns. Die Vegetation sorgt auch für Sauerstoff und gutes Klima. Da wundert es mich umso mehr, wie wir manchmal mit unserer Erde umgehen. Zersiedelung, Pestizide. Wir setzen unsere Erde ganz schön zu.
Ein Kartoffelacker in Südhessen. Bis vor kurzem sah er noch so aus. Doch wenige Tage später ein trostloses Bild. Alle Pflanzen verdorrt. Der Verdacht, hier wurden Entlaubungsmittel eingesetzt. Der Bauer, dem das Feld gehört, möchte vor der Kamera dazu nichts sagen. Deshalb nehmen wir Proben, um herauszufinden, ob hier tatsächlich mit Chemie nachgeholfen wurde. Drei verschiedene Wirkstoffe kommen dafür in Frage, darunter Diquat. Diquat ist das gefährlichste Mittel. Diquat ist hochtoxisch. Es hat in Großbritannien über die Jahrzehnte 13 tödliche Vergiftungen mit Diquat gegeben. Diquat schädigt das ungeborene Leben nachweislich. Diquat ist nervenschädigend und es ist toxisch für Wasserorganismen. Es akkumuliert im Boden. Es ist also ein Mittel, was man möglichst nicht einsetzen sollte. Doch jährlich landen etwa 250 Tonnen Diquat auf unseren Feldern. Das Mittel wird gespritzt, wenn die Kartoffeln etwa 60 mm groß sind. Diquat blockiert die Photosynthese der Pflanze. Alle oberirdischen Pflanzenteile sterben ab, ähnlich wie beim Einsatz von Glyphosat. Die Kartoffeln reifen nun nur noch nach. Sie bekommen eine festere Schale, sind länger haltbar. Doch wie gefährlich ist diese Methode? Wir verschicken Proben vom Kraut und den Knollen des südhessischen Kartoffelackers. In 3 Wochen sollen die Ergebnisse vorliegen. Entlaubungsmittel werden schon seit vielen Jahren eingesetzt. Doch darüber öffentlich sprechen will vor der Kamera kaum einer. Er steht dazu, dass er Diquat nutzt. Willi Billau. Der Landwirt baut seit 30 Jahren Kartoffeln an. Und bis vor 8 Jahren ging das bei ihm ganz ohne Entlaubungsmittel. Dann gab es Schwierigkeiten mit der Haltbarkeit. Das heißt, sie waren losschalig. Die sind früher verdorben, früher verfault. Und dann kam die Forderung vom Lebensmitteleinzelhandel, die Frühkartoffeln müssen schalenfest sein. Eine weitere Forderung kommt von der EU. Etwa 65 mm groß soll sie sein, die Kartoffel. Die lässt sich am besten und schnellsten verpacken und ist beim Verbraucher besonders beliebt. Für größere oder kleinere Kartoffeln gibt es kaum Geld. Also greifen Bauern zur Chemiekeule. Denn das Kartoffelkraut mechanisch zu entfernen, hat Nachteile. Wir haben ja als Alternative das Schlägeln. Aber bei nassen Verhältnissen fahren Sie mit dem Traktorreifen beim Schlägeln zu viel Boden fest und machen Strukturschäden, während ich mit einer 24-Meter-Spritze nur ab und zu mal reinfahren muss. Für die Bauern bedeutet das weniger beschädigte Kartoffeln, also mehr Ertrag. Und der ist nötig. Denn in den letzten Jahren ist der Druck durch Konkurrenten südlicher Länder und sinkenden Kartoffelkonsum in Deutschland gestiegen. Doch welche Folgen hat der Pestizideinsatz? Das Laborergebnis zeigt, die Krautproben enthalten alle Diquat. Eine Probe sogar sehr viel, 4 bis 6 Milligramm pro Kilo. Doch Grenzwerte für das Kraut gibt es nicht. Argument der Behörden, Verbraucher essen es nicht. Sind die Befunde also unbedenklich? Peter Klausing, Toxikologe und studierter Landwirt, sieht akute Gefahren für die Umwelt. Denn das Mittel ist jahrelang im Boden nachweisbar. Es ist bekannt, dass Diquat sich im Boden anreichert. Und wenn das Jahr für Jahr wieder auf den gleichen Boden ausgebracht wird und die Anlagerungsmöglichkeiten im Boden erschöpft sind, ergibt sich die Frage, was passiert dann? Gelangt dann das Herbizid vom Acker bis in das Grundwasser oder gar in unser Trinkwasser? Bisher ungeklärte Fragen. Fakt ist, für Wasserorganismen und Vögel ist der Stoff hochgiftig und somit eine ernste Gefahr. Und Peter Klausing vermutet, dass dieses Entlaubungsmittel auch für den Menschen schädlich ist. In erster Linie für die Landwirte. Aber auch für Menschen, die in der Nähe der Äcker leben. Wir haben auch schon Witterungswechsel gehabt. Das heißt, sie haben gespritzt. Es regnet nachts, nächster Morgen ist warm. Da geht es mit dem Wasserdampf in die Luft, ein bisschen Wind. Und die schädlichen Stoffe verbreiten sich in der Umgebung. Gelangen sie aber auch in die Kartoffeln? Die Laborergebnisse zeigen, in der Knolle von der Pflanze mit dem hochbelasteten Kraut stecken 0,01 Milligramm Diquat. Dieser Wert ist aber so gering, dass er als ungefährlich gilt.
Außerdem gehen Experten davon aus, dass wir über den Magen-Darm-Trakt nur einen Bruchteil davon aufnehmen. Beim Einatmen allerdings könnten die Konzentrationen erheblich höher sein. Doch das ist bisher kaum erforscht. Tja, was tun? Wer also Kartoffeln möchte, deren Kraut nicht mit Herbiziden belastet ist, sollte auf Bio-Kartoffeln setzen. Da muss man aber ganz gut aufpassen, denn viele Bio-Kartoffeln wie diese hier kommen von ganz weit her. Die kommen aus Ägypten zum Beispiel. Die haben einen langen Transportweg hinter sich und das belastet natürlich zusätzlich die Umwelt. Insgesamt kann man sagen, dass Bio-Kartoffeln 90% teurer waren in den vergangenen Jahren als konventionelle. Wer aber statt 2 Kilo 12 Kilo Kartoffeln kaufen will, bekommt bei den konventionellen als auch bei den Bio-Kartoffeln bei regionalen Anbietern Rabatt. Wälder sind unsere grünen Lungen. Besonders wichtig sind sie für nahegelegene Städte. Denn Bäume regulieren das lokale Klima. Ein Drittel Deutschlands ist mit Wald bedeckt. Die häufigsten Baumarten sind Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen. Für unser heimisches Klima ist ein Mischwald am besten. Im Frühjahr, wenn die Laubbäume aus dem Winterschlaf erwachen, drehen die natürlichen Klimaanlagen ihre Leistung richtig hoch. Vor allem sorgen sie mit ihren Blättern für riesige Mengen an frischer und sauberer Luft. Allein diese 150 Jahre alte Buche besitzt etwa 800.000 Blätter. Mit denen nimmt sie pro Tag bis zu 24 Kilogramm CO2 auf. So viel, wie ein Kleinwagen im Durchschnitt auf 150 Kilometer in die Luft pustet. Außerdem filtert sie Schadstoffe aus der Luft, Bakterien, Pilzsporen und Staub. Sie produziert täglich rund 11.000 Liter Sauerstoff. Das ist der Tagesbedarf von 26 Menschen. Und sie verdunstet über ihre Blätter täglich bis zu 500 Liter Wasser. Das ist der Inhalt von etwa 4 Badewannen. Bäume können Wasser aus dem Boden in über 100 Meter Höhe transportieren. 70% allen Wassers, das in Europa verdunstet, stammt aus Blättern. Lebenswichtig für ein gesundes Klima. Denn der Wald funktioniert für seine direkte Umgebung tatsächlich wie eine natürliche, gigantische Klimaanlage. Und das ist auch gut so. Besonders die Bewohner größerer Städte profitieren vom kühlenden Effekt des nahen Waldes. Der Grund? Städte heizen sich auf, sind im Sommer oft um viele Grad heißer als der benachbarte Wald. Herrscht kein Wind, staut sich die Hitze im Laufe des Tages immer mehr und wird zur Belastung für die Bewohner. Die heiße, oft staubige Luft aus der Stadt wird im nahen Wald gekühlt, gefiltert, befeuchtet und bodennah zurückgeführt und sorgt dadurch vor allem im Sommer für ein besseres und gesünderes Klima. Am Ende des Sommers fahren die Laubbäume ihren Stoffwechsel herunter. Das für die Photosynthese wichtige Blattgrün, das Chlorophyll, will der Baum vor dem nahenden Frost retten und zieht es ins Innere. Die verbleibenden Farbstoffe färben die Blätter bunt. Im Winter stellen Laubbäume ihren Betrieb ein. Sauerstoff produzieren dann nur noch die Nadelbäume. Der Kreislauf schließt sich, bis er im Frühjahr von neuem beginnt. Bäume sind auch ein wichtiger nachwachsender Rohstoff. Besonders als Baustoff, so wie bei diesem Turm hinter mir, ist Holz ökologisch vielen anderen Baustoffen überlegen. Außerdem schützen Bäume den Boden vor Erosion und sind Lebensraum unzähliger Tiere. Aber nicht nur Bäume. Unsere gesamte heimische Vegetation ist in Zeiten des Klimawandels wichtiger denn je. Und für die Stadtbewohner wird sie fast schon überlebenswichtig. 2003, der Jahrhundertsommer. Viele leiden unter der Hitze. Europaweit sterben über 50.000 Menschen. Seitdem immer neue Rekordtemperaturen. Der Klimawandel ist in den Städten angekommen. Und das hat Folgen. Ganz sicher wird es Einschränkungen geben, wenn nichts dagegen unternommen wird. Das heißt, halt für den Großteil der Bevölkerung wird das Leben
sicherlich anstrengender, es wird beschwerlicher, es wird für einen Teil aber auch sicherlich gefährlicher. In Hessen ist besonders Frankfurt vom Klimawandel betroffen. Zwischen den grauen Hochhausschluchten staut sich die Hitze. Bis zu 10 Grad kann der Temperaturunterschied zwischen Umland und Innenstadt betragen. Und das ist erst der Anfang. Eine Berechnung des Deutschen Wetterdienstes für die Frankfurter Innenstadt zeigt die Zunahme an Sommertagen, also Tagen mit einer Höchsttemperatur von mehr als 25 Grad. Waren es 2015 44 Sommertage pro Jahr, werden es im Jahr 2050 schon über 70 sein. Doch Städte und Gemeinden können sich auf die Folgen des Klimawandels einstellen. Besonders wichtig dabei, genau zu planen, wie genügend Frischluft in die Stadt gelangen kann. Der Main ist eine der wichtigen Luftleitbahnen, Ventilationsbahnen für Frankfurt. Frische, kühle Luft kommt hier vor allen Dingen im Hochsommer in die Stadt rein und belüftet die Straßen rechts und links des Mains. Frankfurt hat mehrere solcher Frischluftschneisen. Auch aus den Taunushängen gelangen über die Nidda Kaltluftmassen in das Stadtgebiet. Das kann zu einer Senkung der Temperaturen beitragen. Zudem gibt es Frischluftkorridore im Süden und Norden der Stadt, wo der Grüngürtel mit ausgedehnten Waldflächen liegt. Außerdem bilden sich über freien Flächen wie Wiesen und Äckern im Umland sogenannte Kaltluftinseln. Auch von hier strömt ein kühlender Wind in Richtung Stadtzentrum. Das Ziel der Frankfurter Umweltbehörde ist es, die Bebauung auf den Innenstadtbereich zu konzentrieren und die Ausbreitung in den kühlenden Grüngürtel zu verhindern. Und neue Wohnblöcke sollen Lücken für die Luftzirkulation lassen, so wie es beim Bau der Frankfurter Hafencity geschehen ist. Es gibt keine Querriegel und die Gebäude selber sind auch auf Abstand gestellt, sodass also Luftmassen in das Stadtgebiet eindringen können. Aber das allein genügt nicht. Die Innenstädte werden sich trotzdem noch stark aufheizen. Die Konstabler Wache ist ein solcher Brutofen. Wenig Grün, viel Asphalt. Im Sommer kann es hier unerträglich heiß werden. Die Wärmebildkamera zeigt die Temperatur und Hitzeabstrahlung an einem warmen Sommertag. Für Abkühlung könnte hier eine komplette Begrünung des Platzes sorgen. Mit zusätzlichen Bäumen, bewachsenen Fassaden und Dächern. Welchen Effekt das hätte, zeigt diese Simulation. Nach Berechnungen von Wissenschaftlern könnte es an heißen Tagen hier um gefühlte 6 bis 8 Grad kühler sein. Doch um das zu erreichen, müsste deutlich mehr Grün in die City. Die Natur zurück in die Stadt zu holen, ohne auf wirtschaftliche Nutzflächen zu verzichten, das ist nicht einfach. Aber dieses Beispiel hier zeigt, dass es gehen kann. Anstatt Schotter hat man hier Rasen in das Gleisbett gesät. Das gibt es mittlerweile nicht nur hier in Frankfurt, sondern auch in Kassel und Darmstadt. Und jetzt noch ein Tipp für die städtischen Balkonbesitzer. Haben Sie ein Herz für Balkonpflanzen? Die sehen nicht nur wunderbar aus, wie diese Chrysantheme hier, sondern sorgen auch für ein prima Klima in der Stadt. Und deshalb werde ich jetzt mal eine Ladung unter die Leute bringen. Wollen Sie die oder eine andere die, Farbe? Die ist okay? Ja. Ja? Ja. Oh, bitte schön. Das ist geil. Oh. Danke sehr. Wussten Sie, dass Sie besser und manchmal als die Chrysantheme? Ciao. Tschüss. Wollen Sie noch was trinken oder so? Oder? Alles gut. Dankeschön. Ja, danke sehr. Danke. Bye, bye. Mein Fazit, ich werde in Zukunft öfter zur Bio-Kartoffel greifen, denn das schützt mich und auch den Acker. Ein Baum, habe ich gelernt, ist nicht nur ein Holzlieferant, sondern auch ein gigantischer Frischluftspender und Klimaschützer. Und Straßenbahngleise können nicht nur schön, sondern auch klimafreundlich sein. Also, mir ist eine saubere Umwelt wichtig. Und da liegt ja, wie wir gesehen haben, noch so einiges im Argen. Aber erstaunlich ist doch, wie viel wir selbst für eine intakte Umwelt tun können. Wir müssen dafür nur manchmal unsere Bequemlichkeit überwinden.